Wir werden es kaum glauben, aber wir sind bereits an der letzten Station der Paz Musik Beiztour. In dem Sinne, guten Abend und herzlich willkommen aus dem unteren Emmental mit dem Restaurant zur Säge. Musik, die spielt schon und wer das spielt, da gehe ich jetzt gerade mal schauen. Prisi, der Kobi Mosima, der Ueli Stump, der Beat Mader. Sie haben gespielt für uns, für Sie daheim und für den Wirt, für den Fritz Heiniger. Guten Abend. Danke vielmals, dass wir da sein im Restaurant zur Säge in Vader Rinderbach. Im unteren Emmental beim Rinderbach Fritz, wie man ihm in der Szene sagt, hat schon fast jeder Schweizer Volksmusikant mal gespielt. Er selber hat die Urchig Beiz vor über 40 Jahren von seinem Vater übernommen und von Anfang an auf Kartenländlermusik gesetzt. Bald hat er mehr Zeit für sein grosses Hobby Schweizer Orgeln, weil seine Beiz hat er im Frühling übergeben. Sie geht an seinen Sohn Stefan, der die Volksmusik im Emmental behaltet. Fritz, eine gestossen volle Beiz, ganz ein Haufen Leute, die extra wegen der Musik und natürlich wegen dem Restaurant hierher gekommen sind. Seit 40 Jahren bist du hier Wirt, seit 40 Jahren förderst du die Volksmusik hier. Macht es dir allen Freude? Ja, ich muss sagen, das ist mein Leben. Das macht mir gängig mehr Freude wieder. Weil jetzt ist der Junge heimgekommen. Jetzt kann ich loswerden, so wieder ein bisschen hören, wenn ich es wirklich geniessen kann. Und wir haben so viele Sachen erlebt hier, mit den Toggenburger Buben, mit dem Anrecker Hans, mit der Hausmusik Marti, Familie Kapelle Schmid und mit Prisi Turi natürlich auch. Da könnte man ganz viele Geschichten erzählen hier von früher. Das wäre super. Wenn du in dem Fall auf die vier Jahrzehnte Ländlermusik da drinnen zurückschauen würdest, würdest du es nochmal genau gleich machen? Ich würde nicht viel ändern, nein. Ich würde einfach ein bisschen mehr Musik haben. Noch mehr Musik, das ist gut. Und viel Musik gibt es auch heute Abend. Ein paar von den Highlights, die Fritz erwähnt hat, wären Sie ebenfalls gesehen. Wir haben dann auch noch Musik hier auf der Bühne. Zuerst schauen wir jetzt aber ein bisschen im Beizer Alltag rein, wie es hier in der Säge so zu und her geht. Guten Morgen zusammen.
Und wir eins mit einem Bäuerli. Und eins mit einem Bäuerli. Guten Morgen. Hey, Bäuerli. Machen wir gerne. Hey, guten Morgen. Der Chef schon voll im Einsatz. Nicola. Guten Morgen. Ich denke, dem Teil lässt du ihn später auf. Nein, wenn wir einen Kelf mehr haben, der uns Kaffee serviert, dann gehen wir bei Zeiten dran. Also, dann muss ich helfen? Ja, sicher schon. Ja, gut, komm dann. Haben wir die Bestellungen schon aufgenommen? Natürlich. Gut, dann gehen wir in den Einsatz. Guten Morgen. Guten Morgen. Dann gehen wir, komm. Wer kommt denn da mal am Morgen schon einkehren? Das sind unsere Stammgäste, die so fast wie eine Klassenzusammenkunft haben. Die kommen jeden Morgen? Ja, nein, die kommen nicht jeden Morgen, die kommen einmal in der Woche. Dann kommen die einfach zusammen, die ein bisschen zusammen berichten. Ein bisschen das Neueste, hier ein bisschen austauschen. Also fast wie im Gewerbesalon, hä? Ungefähr so, ja. 40 Jahre Wirte, was machst du am liebsten? Ja, am liebsten Musik hören. Kaffee machen am Morgen. Selbst recht, ja. Ich koche hier. Das ist ein Highlight. Ich bin sehr gerne in der Küche auch. Ja, das ist einfach, was gerade anfällt. Ja, ein mit den Gästen etwas plagieren. Ist schon immer schön, oder? Entschuldigung. Was brauchst du noch? Ein 100-Tässchen. Wie viel haben wir? 4. 4, gut. Ja, und plagieren kannst du auch mit den vielen super Formationen, die wir schon hier hatten. Das ist wahr, eine ja. Eine davon ist die Schmiedbuben. Was verbindet dich mit ihnen? Der Rudi Schmied hat das Programm die ersten 10 Jahre hier gemacht. Und zwar ein wirklich super Programm. Und der Kurt Schmied... Den hast du aber auch gemacht. Ah, da. Der Kurt Schmied gibt seit 20 Jahren hier Örgeli-Unterricht. Mit Woche und Donnerstag. Und wir haben hier eine enge Beziehung zu ihnen. He? Sehr, ja. Und früher hat Arthur Brücker, Hausi Straub, Peter Baumer, Hans Arecker, da hat uns alles der Rudi verholfen, dass solche Leute zu uns kommen. So, dann bringe ich da gleich für. He? Ja. Darf ich auch verteilen? Darfst du verteilen, ja, das ist ja. Super. Für Sie zu Hause gibt es noch keinen Kaffee, aber dafür super Musik, nämlich mit den Schmiedbuben und so. Jetzt hätten wir noch Kaffee gemacht. Jetzt gesehen. Jetzt müssen wir den Hunger rausnehmen. Der ist rein. Der kommt hier. Jetzt ist da. Jetzt hast du einen Zucker abgemoschen. Jetzt weiss ich nicht mehr. Jetzt muss ich. Einer mit einem Bäuerli. Thank you.
der frischen Luft. Fritz, wo haben wir den Rennen? Jetzt gehen wir schnell zusammen in die Käserei. Ich zeige dir gerade hier, dass wir hier hinten durch über die Naturwege zu unserer Käserei kommen. Die ist ja so nah, dass wir zu Fuß gehen können? Da können wir gut zu Fuß gehen. Das ist 500 Meter und dann sind wir schon dort. Dann haben wir nur den Käse aus der Region? Nein, wir haben ganz grossen Wert darauf gelegt, dass wir alles. Wir haben Gemüse vom Biobauer. Und andere Produkte, Fleisch aus Fleisch der Region? Fleisch haben wir vom Henni, also Jürgsau. Der hat alles seine heimische Ware, glückliche Viecher. Und wie nehmen die Kunden auf? Sehr gut. Das wird wahnsinnig geschätzt. Und die Produkte werden dir dann einfach geliefert? Oder bist du hier jede Woche auf der Tour? Gehst du Käse holen, Fleisch holen, Brot holen? Wie läuft das? Je nachdem, wie viel wir brauchen. Wenn wir viel brauchen, bringen sie es, sonst können sie es holen. Wer braucht am meisten? Ja, brauchen wir am meisten. Schon Fleisch. Schon Fleisch, hä? Ja, ja, sicher. Das kommt auch im Emmental gut an. Ja, sicher. So, hier wären wir. Gehen wir schauen. Das Weg ist hier. Ja, salut. Grüezi, Anna Rös. Darf ich gerne? Ja, gerne. Ich kann die Bestellung abholen. Ja, das ist der Weg. Merci vielmals. Ach, Hans, danke für deine Herrschnitte. Wie gerne, hey? Super. Merci vielmals. 24,70. Gerne. Ist der Fritz in dem Fall ein treuer Kunde? Das ist sehr ein treuer Kunde, schon seit Jahren. 30. Und bei euch gibt es Käse zum Mittag allemal, he? Wir haben Käseschnitte, ja. Jetzt hast du hier ein Produkt aus dem Emmental, ein Produkt aus der Heimat. Was bedeutet denn die, deine Heimat, das Emmental? Es bedeutet Heimat sehr viel, weil das Emmental, das hat einfach alles. Das hat Höcker, das hat Ebene, das hat Wittine, das hat was man sucht, hat man. Musikalisch, jemand, der noch sehr viel bei euch im Restaurant hat, ist der Hausi Straub. Was verbindet dich mit dem? Der Hausi Straub ist auch einer, fast wie unsere Heimat, der macht Musik. Da vergeht man fast, wie der spielt. Dann können Sie jetzt ein bisschen gehen. Er spielt nämlich mit seiner Familienkapelle. Für uns und mir bringen jetzt den Käse in Sicherheit.
Grüezi miteinander. Lauf! Oh, hallo! Salut du! Ja, oh, ja, stopp, oder? Bulle! Bulle! Fein! Bröschli! Für den Nicola! Komm ich jetzt zum Twitter? Natürlich, selbstverständlich. Kann man etwas helfen? Der, der ein bisschen durch ist. Ja, gern. Herdöpfelröster, oder? Ja, Herdöpfel. Ich würde lieber den Bulle schauen. Gell, ja, ja. Stefan! Hallo! Ja, da musst du mir zuerst schnell zeigen, damit du da gut kommt. Ja. Am gäbigsten geht es, wenn du hier ein bisschen einschnittst und nachher einfach schon hinterher ziehst. Probieren wir das mal. Sagst du am 1. April offiziell die Beiz übernommen vom Vater? Weißt du das so als frisch gebackener neuer Wirt? Ja, es ist gewohnheitsbedürftig, sage ich jetzt einmal. Das kann man lieber probieren. Ja. Inwiefern gewohnheitsbedürftig? Ja, dass man einem eigenen ehemaligen Chef sagt, was er jetzt zu tun hat, was er jetzt machen soll und wie das laufen soll. Das ist schon noch nicht ganz einfach, sage ich mal. Aber war er der Chef gewesen, jetzt bist du. Ja, genau. Bisschen so mit der Musik. Der Vater hat 40 Jahre lang gefördert. Du selber hörst die Musik auch gerne? Ich höre sie sehr gerne. Also im Auto läuft bei mir im Moment Bühler Fischer. Ah, sehr gut. Von dem her, das war sicher für mich immer etwas Schönes gewesen. Ich würde sagen, das möchte ich irgendwie gar nicht verändern. Ich würde am liebsten reinrecken. Ja, einfach nicht schauen, ja, wenigstens ein Augenschild. Du Fritz, jetzt musst du mir mal noch sagen, was sind denn so eure bekanntesten Spezialitäten, die ihr hier habt? Das eine ist ganz sicher viele Fritz. Und dann das zweite ist der Armschnitzel. Und dann haben wir noch Forellen aus unserem Bach, aus der Quelle. Die sind auch sehr gut. Ja, das ist spannend. Was meinst du zu meinen Herdöpfeln? Ja, was soll ich dir jetzt sagen? Noch ein bisschen üben, dann geht das. Noch ein bisschen üben, gut. Also, Sie müssen keine Angst haben, die Heim müssen die Herdöpfel nicht essen. Aber dafür haben wir noch mal ganz einen Haufen schöne Musik für Sie. Kechi die Männer, Kechi die Sänne, wachsen aus dem Frühjahrstand. Dir ist das Herz am rechten Flecken, heilig ist nicht Schweizerland. Ist der Boden hart und steinig, sie in dem Herrn und sie sind einig. Sie sind einig. Ja. Bravo!
Ich hätte dann angerechnet, dass der Fritz noch in der Küche ist, aber dem ist nicht so. Röni, sind ihr da fleissig miteinander am Spielen? Ja, wenn es geht, üben wir alle Wochen einmal üben. Und dann kommen die Auftritte dazu. Etwa durchschnittlich zweimal im Monat. Und wie ist es so mit dem Fritz zusammen? Einerseits bei ihm einkehren und andererseits mit dem zusammen aufspielen? Das ist schön. Er kennt noch viele Leute an allen Orten und wir haben es toll zusammen. Und jetzt sind es dann 10 Jahre und das ist schön. Ganz schön. Fritz, wie ist denn bei dir? Hast du neben dem ganzen Betrieb da noch Zeit, um einmal ein bisschen üben? Ja, ich probiere, wenn es ein bisschen geht, den Alltag. Weil jetzt habe ich natürlich, wenn der Junge da ist, wieder einen Haufen mehr Zeit. Jetzt kann ich bis eine Stunde. Geht einfach ein bisschen besser, aber es fehlt natürlich noch viel. Aber das ist ein bisschen mein Leben jetzt. Ich hoffe, dass ich ganz so total veraltet bin, kann ich noch ein bisschen ärgern. Stichwort alt. Du bist ja einer, der immer auch die ganz Jungen unterstützt. Aber was hat den Ausschlag gegeben, dass du das machst? Ja, es sind ein paar Junge immer hergekommen. Dann hat es eine Kameradschaft gegeben. Und dann haben wir mit dem VSV zusammen gesagt, wir müssen da etwas machen. Jetzt probieren wir das zu fördern, so gut es geht. Apropos Nachwuchs, ich habe in unserem Archiv einen Beitrag gefunden. Da war auch der Fritz noch ein bisschen jünger. Nämlich von 1990 hat er gespielt. Zusammen mit dem Maul- und Schweizer Orgeler von Winigen. Servus, Gustav. Fritz, hast du ein Kind hier mit dem Maulorgel an und dazu mal? Ja, selbstverständlich. Nochmal. Da gibt es ja jemanden noch, dass du mitspielst bei der Musik. He? Ich darf vielen. Für aber noch schnell 2-3 Stückchen helfen, als Kollege einfach. Und dann gibt es natürlich auch Klienten für aber. Das ist manchmal noch gut, oder? Zum Beispiel hier hast du mit den Hessbuben gespielt. Ja, das war bei der Geschäftsübergabe, wo ich im Junior übergeben habe, am 1. April. Und mit den Hessbuben dürfen spielen, das ist für mich immer ein Highlight. Und dann habe ich gesehen, du hast da auch ganzen Haufen Kompositionen gewidmet bekommen. Zum Beispiel hier eine von Hans Muff, der Viele Fritz. Wird da Viele denn jetzt vom Sohn auch noch weitergemacht? Selbstverständlich, da helfen wir einander. Also jetzt im Moment mache ich es noch solange das ich noch mache. Und das ist super, das musst du eigentlich probieren. Ja, das probiere ich dann gerne. Du hast jetzt das Lokal gerade dem Sohn übergeben, hast vor 40 Jahren selber vom Vater übernommen. Wie ist das dort mal gegangen? Ich musste die sehr jung übernehmen, 1974. Weil mein Vater war schon etwas älter und krank geworden. Da ist das einfach nichts anderes gegeben. Ja, das war auch bei der Sagibach. Hier. Einer nachher die Sagerei. Und dort haben wir einen Sager gehabt, der hat oben mit dem 13-Gäbeli. Also, das war wirklich schön. Er hat die Scheibe doppelt, dann musste ich das Bier anheichen. Und so hat es etwa 3-4 Mal doppelt im Jahr, am Tag. Dann war der gut versorgt bei euch. Ja, natürlich. Jetzt habe ich hier oben noch gesehen, das war ja dein Geburtstag, auch ein ganz spezieller Anlass. Das war ein grosser Anlass. Der 60. Geburtstag, ich glaube, das war mein schönster Tag hier im Ringenbach.
Weil ich absolut nichts gewusst von Carlo Brunner, dass der hier kommt. Das heisst, bei dir vorne im Saal war der Carlo Brunner und du hast nichts davon gewusst? Ich habe vor allem nichts gewusst. Nein. Und das war natürlich für mich ganz etwas Riesiges. Hier hinten hast du auch noch so eine Ehrengalerie, zum Beispiel die Ländlerbuben Biel. Was hast du zu ihnen für einen Bezug? Ja, eigentlich auch sehr viel. Die sind jahrelang, Silvester, Neujahr, Berzelistag, im Jahr etwa ein- zweimal haben die hier gespielt. Und das war immer mordsfest. Also, ich glaube, die ein bisschen kennen, die wissen noch, wie die Lampenschirme gegangen sind. Das war immer wunderbar. Ja. Wir lassen jetzt die Lampe aber ganz anständig hängen. Nein. Dann kannst du jetzt ein bisschen zurücklehnen in der Erinnerungsschwelle und wir hören es noch mal. Wir sind zurück im Restaurant zur Säge. Der Fritz hat seinen Sohn, den Stefan, nebendran. Fritz, können wir damit rechnen, dass es jetzt in den Händen von deinem Sohn genauso weitergeht? Ich bin davon ganz felsenfest überzeugt, weil er hat eine super Musik gehört. Er hat Freude an der Ländlermusik. Leider hat er selber nicht so weitergeübt, sonst würden wir heute am Tore spielen. Dafür tut er kochen, wie es im Büchli steht. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, darf ich mir noch helfen. Aber also ich glaube, die Beiz, die bleibt fast so, wie sie bis jetzt war. Dann muss ich jetzt den neuen Chef gleich auch noch fragen. Im Namen von allen treuen Gästen, können wir weiterhin mit einem Haufen guter Ländlermusik rechnen? Ja, die Musikanten kommen auf jeden Fall. Und ich hoffe schwer, die Gäste kommen dann weiterhin an. Ich würde sagen, wir machen doch hier möglichst nichts Neues, sondern die auf dem Altbewährten weiterfahren, wo auch Spass macht und ja, wo Fakt. Und wir machen auch musikalisch weiter mit Vater und Sohn. Der Turi Prisi hat nämlich seinen Sohn Adrian mitgenommen. Und miteinander geben sie jetzt noch mal Gas auf der Handorgel. We'll be right back.
geschätzte Damen und Herren, Bots Musik Beizentour, die wäre mit dieser Station hier in Vorderrinderbach schon wieder durch. Vielen Dank, dass Sie mit mir diesen Sommer durch die Schweiz gereist sind. Vielen Dank auch dem Wirt von heute. Fritz, danke vielmals. Danke vielmals. Können wir hier reinschauen? Merci. Danke vielmals Ihnen fürs Zuschauen. Danke vielmals den Gästen hier im Restaurant. Danke der Musik. Bots Musik gibt es dann wieder ganz im normalen Studio in 2 Wochen mit dem Franz Bühler. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Und ich habe das Gefühl, wir hier in der Säge, wir machen noch nicht gerade Feierabend. Soll die Musik noch einmal spielen? Ja! In dem Fall einen schönen Abend und bis bald. Thank you.